dedo e não botei. Os odinhos, tu não assemblei. Wir sind in Oma Pera. Das ist hier ein relativ bekannter Urlaubsort. Ist aber auch wirklich schön hier. Schöner Strand, scheinbar warmes Wasser. Von dieser Brücke angeln alle. Gerade voraus riesen Sanddünen. Könnte gleich die Kanarier Konkurrenz machen. Fjordeingang. Tolle Landschaft. Dann so, die Schuhe bohren tief rein. Genau, hier ist nämlich wieder so eine Cleaning Station, weil wir jetzt nämlich zu dem einen der größten Kauribaum. Wir gehen jetzt zum ältesten Kauribaum, dem Herr der Ringe, sage ich schon, dem Herr des Waldes. Da sind wir bei einem der ältesten Kauribäume. Nicht alleine, es sind noch 100 andere hier, aber riesig, gigantisch. Ja, die sind hier auch alle. Also das ist der Lord der Bäume und er hat an der dicksten Stelle 7 Meter Durchmesser und ist 51,5 Meter hoch. 2. Januar, wir sind hier im Kauri Forest. Haben gedacht, hier ist alles überlaufen, so, aber ist gar nicht. Wir haben gleich hier vorne einen Platz gefunden, ist aber auch nicht ganz so groß hier. Und morgen werden wir ein paar Spaziergänge machen hier durch den ursprünglichen, also das ist wirklich ein ursprünglicher Kauri-Wald. Das ist, glaube ich, auch ein kleiner Kauri-Baum. Vor allen Dingen, wir haben herrliches Wetter. So wie wir es uns gewünscht haben. Ein riesiger Baum am anderen. Ja, dieses Größenverhältnis, das kriegt man leider nicht hin. Aber in Natura könnt ihr glauben, ist das irre. Da ist er, der Vater des Waldes. Pohoi Club in Pohoi, in einem böhmischen Dorf. Eins der besten Pubs in Neuseeland soll das sein. Das werden wir heute mal testen, was es hier so alles gibt. Thank you.
Es geht von Davenport nach Auckland Downtown da hinten. Da wollen wir hin, auf den Sky Tower. Die Abfahrtsstation von Davenport. Da waren wir nämlich gerade bei Helen und Rod, von denen wir das Wohnmobil gekauft haben. Vorbei an der neuseeländischen Marine. Die Harbour Bridge. Nach 15 Minuten sind wir schon in Auckland Downtown. Oh, der dampft hier ganz schön schnell rein. Aber. Und jetzt? Bremsen, bremsen! So, geschafft! Wer weiß, wie es geht. Wer weiß, wie es geht. Da ist das Ziel unseres Begehrens. Der Sky Tower. Da sind wir irgendwie im Casino gelandet. Auf geht's. Kann man da was sehen? Nicht viel. Aber ich muss auch nicht so viel. Ups. Ah. Wir sind oben! Und da hinten kommt mal das Davenport. Der riesige Yachthafen von Auckland. Da sind wir jetzt gerade. Und auf dem waren wir natürlich auch schon. In Dubai. Bisschen gruselig ist das schon. Hier unten ist jetzt der Hafen von Auckland. Und unter uns Sky City, Downtown. Also wir schauen jetzt mal, wie jetzt gleich hier ein Space Jumper an uns vorbeikommt. Ein Sky Jumper kommt. Also. Queen Street in Auckland, die Hauptshopping Mall, also Hauptshoppingstraße. Und da ist er richtig los. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Prada, Dior, Swarovski. Also alles Dinge, die ich nicht brauche. Schon alles Hightech hier in Auckland. Für uns, die wir aus dem Nowhere kommen,
ist das hier echt faszinierend. Januar 2024. Das ist unser Übernachtungsplatz, nachdem wir gestern auf dem Sky Tower waren. Haben aber nicht so ruhig geschlafen, weil hier sind irgendwelche Irren schon um 4 Uhr mit lauter Musik vorbeigefahren. Es war gruselig. Ja, nun ratet mal, was das ist. Also ich kann es euch sagen, das ist ein Kiwi. Normalerweise ist er aber braun. Und heute, hier an einem Platz mit Ausblick in der Nähe von Hobbiton. Sonnenschein haben wir. Die Annette ist im Regen davongefahren. Ja, da bin ich aber gut reingerutscht noch zweimal, bevor er dann fort war. Hier sind wir jetzt in Hobbiton. Hier wurden Herr der Ringe gedreht und die Hobbits-Trilogie. Wie zu erwarten, sind wir natürlich nicht alleine hier, sondern hier werden Tausende von Menschen jeden Tag durchgeschleust. So, das ist tatsächlich ein künstlicher Baum mit 250.000 Plastikblättern und kostet ca. 250.000 New Zealand Dollar. Und war nur 5 Sekunden im Film. Die Höhle von Bilbo und Frodo Beuthen wurde aber nur für Außenaufnahmen genutzt. Die ganzen Innenaufnahmen wurden im Studio in Wellington gemacht. Die Festwiese, auf der Bilbo sein 111. Geburtstag gefeiert hat. Jetzt dürfen wir tatsächlich hier in seine Hobbit-Höhle rein. Die original gebaut wurde. Also früher im Filmset war das alles nur Styropor und allem anderen Zeug. Aber die wurde dann 2009 in echt nachgebaut. Mit richtigem Feuer. Da kommt die Annette in die Höhle rein jetzt. Das haben sie schön gemacht. Da kommen wir zur Toilette. Und auch die hatten damals schon die Zeitung neben der Toilette liegen und selbstgemachtes Toilettenpapier. Die Badewanne mit warmem Wasser. Sehr süß. Und schon sind wir im Schlafzimmer. Also die konnten gut ruhen, die Hobbits. Und das ist alles detailgetreu nachgemacht. Nur halt ein bisschen kleiner. Da ist der Michael. In seinem Kinderzimmer. Kleinen Schreibtisch. Die Küche. Holzofen her. Geil.
der Vorratsraum mit all den leckeren Sachen. Die Speisekammer meinst du? Speisekammer. So. Das Esszimmer. Die Waschküche. Mit dem Brunnen. Leute sind hier angestellt und jetzt in der Hochsaison werden bis zu 2500 Menschen jeden Tag hier durchgeschleust. Wahnsinn. Und das ist der Blue Dragon. Im grünen Drachen gibt es jetzt hier einen Apfelcider. Die Schmiede. Hier gibt's dann das Festmahl, wenn man es geschafft hat, eine Tour zu buchen mit Essen. Das haben wir leider nicht geschafft, ist für die nächsten 14 Tage ausgebucht. Sehr schön. Und detailgetreu angelegt. War eine tolle Tour, hat sich gelohnt. Das ist bekannt für die heißen Quellen und für die vielen Thermalbäder, die natürlich dann hier sind. Der Nachteil ist, es riecht überall etwas nach Schwefel. Gibt aber auch sehr schöne Gärten. Lange haben wir hin und her überlegt, was machen wir? Kaufen wir uns Fahrräder, hinten einen Gepäckträger dran. Jetzt haben wir uns hier informiert, wir hätten einen Gepäckträger dran machen können, da hinten. Aber das ist nicht so einfach, weil dann geht innen drin, geht unser Spiegel kaputt und die ganzen Verkleidungen. Und es dauert 2 Tage und es kostet $2000. Und dazu muss man sich ja dann auch noch die Fahrräder kaufen und so ein richtiges E-Bike kostet hier so um die $4000. Das heißt, das wären nochmal $8000. Das wären wir bei $10000 für E-Bikes für 5 Monate. Und dann so kompliziert da hinten dran haben wir gesagt, nein, wir entscheiden uns für was anderes. Deshalb haben wir uns jetzt hier diese Klappräder gekauft, die jetzt da hinten reinpassen. Ihr seht, eins ist schon drin. Jetzt müssen wir versuchen, das andere da auch noch reinzukriegen. Und das andere hier, das wird die Annette sinnvoll verstauen. Schon haben wir wieder ein Platzproblem. Wir haben nämlich keinen Platz mehr für unsere Stühle. Jetzt kommen die in eine Dusche, dann können wir nicht mehr duschen. Aber wir haben da so oder so noch nie geduscht. Pass auf, fall nicht. Jetzt nehme ich unsere Fahrräder, nehmen wir jetzt hier den ganzen Platz ein. Das haben wir jetzt noch über, die Taschen, den Werkzeugkoffer. Aber da findet die Annette auch noch einen Platz für. Die erste längere Fahrradtour mit unseren neuen Fahrrädern.
da fahren wir so dahin und haben herrliches Wetter. Wir sind in Tauranga. Hier gibt es einen großen Industriehafen und manchmal gibt es auch Wasser. Eine schöne Uferpromenade zum Fahrradfahren oder Spazierengehen. Die Menschen in Tauranga wissen, wie man schön wohnen kann. Die Neuseeländer haben ein Herz für groß und klein. Super tolle große Spielplätze für die Kinder, richtig cool. Und es gibt schöne Parks mit Grillplätzen. Wir machen heute einen Redwood Tree Walk in der Nacht, also in den Baumwipfel. Und das ist so einer dieser Bäume gewesen. Annette schraubt sich hier todesmutig den Baum hinauf, bis auf 20 Meter Höhe. Und dann gibt es hier so eine kleine Lichtershow. Also hier in dem Redwood, das ist Douglasie. Die wächst in Kalifornien und auch hier in Neuseeland. Naja. Das haben sie nett gemacht. Und tatsächlich haben wir hier ein paar Eulen entdeckt, die an den Bäumen hängen. Hammer, ey. Scherz, ist dann auch projiziert. Es geht noch eine Etage höher da vorne. Der höchste Baum hier auf dem Baumwipfelpfad ist 72 Meter hoch. Guck dir das mal an. Ist das eklig? Und die ist da aber nur hinprojiziert, 3D-Projektion. 1952 haben sie diesen Baum gefällt. Schade. Und Leuchteengel läuft hier auch rum. Und die machen was für ihre Gäste hier. Cool, geh mal hin. Jetzt guckt euch diesen Namen da oben an. Den wird sie jetzt gleich aussprechen. Da sind wir mal gespannt. I'm gonna teach you this. Everybody, we all just repeat after me. Te. Te. Waka. Waka. Dewa. 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 Tanga. Tanga. Ote. Ote. Ope. Ope. Taiwa. Taiwa. Awahia. Awahia. Beautiful. Your turn. Just kidding. We're gonna do this 2 more times, my friend, and then you can do it by yourself. Das ist also die Bezeichnung oder so heißt der Kriegstranz von Wahiao. Wir sind hier bei den Geysiren und tatsächlich momentan spuckt er. Also hier in der Umgebung ist alles ziemlich heiß. Der größte Geysir der südlichen Hemisphäre. Circa jede Stunde bricht er aus und die Fontäne ist bis zu 45 Meter hoch bei ihrem höchsten Peak. Jetzt sind wir im Kiwihaus
Wir wollten uns ja die Mine so angucken, aber es ist jetzt hier bei der Tour dabei, deswegen gucken wir uns die an. Berühmten Mudpools. Das ist Namokayakoko oder Tschüschwanz auf Koko. Now this mud pool here is the largest mud pool we have here within Sequoia, with a depth of 10 meters in the center. And the louder they scream, the hotter it was. Just kidding. Is everyone familiar with Manuka honey or tea tree? Yeah. Beautiful. Hört man das Erdinnere schnaufen. Das Ganze funktioniert so, dass unten das Magma das Wasser aufheizt, bis es sehr so heiß ist und zu kochen beginnt. Dann strömt es weiter hoch und tritt oben an der Erdoberfläche aus. Und das Regenwasser oder das Wasser aus der Umgebung füllt dann unten, also ist kalt und füllt unten wieder den Bereich. Und dann dauert es wieder eine Zeit, bis das erhitzt ist und er wieder Wasser speit. Er bereitet sich langsam vor, auszubrechen. Leider nur noch die Einheimischen schwimmen, die hierher herkommen und hier wohnen. Da sind momentan noch 60 Leute. Oh ja. Da wird gleich ein Wasserfall raus. So. Vor dem brodelnden Geysir. War schön. Eine maorische Holzschnitzschule. Hier lernen die jungen Menschen die alten Schnitzereien kennen. Die Schule ist die Flechtschule. Hier wird aus natürlichen Materialien Dinge geflochten. In früheren Zeiten bestand die Kleidung komplett aus Flachs. Dort ist die Besiedlung von Aotearoa, also von Neuseeland, schön dargestellt und das polynesische Besiedlungsdreieck. Also hier geht man davon aus, dass die Besiedlung von Osten stattfand.